Wir haben eine App, also beziehungsweise eine Website entwickelt, die Daten über die Schule rausgibt, also wo man auch Hausaufgaben und weiteres aufschreiben kann, was man sonst auf Papier erledigen muss und Ja, also hier bei JugendHackt wollten wir ja die Welt verbessern und das verbessert die Welt insofern, als dass es an Schulen viel zu viele Probleme mit Verspätungen etc. gibt und dadurch werden die halt alle aus der Welt geschafft. Also ja. Als Backend haben wir einen Node.js-Server und für die Daten benutzen wir eine API, die auch großflächig in Hamburg und Schleswig-Holstein eingesetzt wird. Das Backend geht dann zur API, holt sich die Daten und gibt sie dann auch im Format, wie sie erhalten hat, an den, der den Post-Request gesendet hat, zurück. Ich habe dazu auch eine Android-App dazu entwickelt, die habe ich erst gestern Nachmittag erst angefangen und ja, ich zeige die jetzt mal. Das sollte man eigentlich sehen. Oben sehen wir halt die Web-Antis. Das wird an manchen Schulen verwendet. Und unten haben wir auch ein anderes System, das ist dieses DSB, weil verschiedene Schulen verschiedene Systeme benutzen. Und da können wir jetzt mal draufklicken. Die DSB, die zeigt halt verschiedene, ist halt auch ein System, das wird jedoch anders integriert und zeigt auch die Vertretung an. Kriegen wir wieder das andere Bild? Das ist dann die Webseite und wir haben jetzt leider das mit den Vertretungen nicht geschafft, aber wir können uns hier alle Klassen und alle Fächer angucken. Zu dieser Website habe ich noch eine To-Do-Liste erstellt für die Hausaufgaben, die man aufschreibt. Und das funktioniert so, dass man in diesem Input-Feld eine Hausaufgabe aufschreibt, eine Aufgabe, die dann mit dem Add-Button zur Liste hinzufügen kann. Genau, oder einfach auf Enter drücken. Und nun kann man diese Einträge auch löschen, denn irgendwann muss man mit den Hausaufgaben ja auch fertig werden. Hinter dieser ganzen Geschichte steckt ein Python-Server, der eine Datei schreibt und liest, eine JSON-Datei. Und in dieser JSON-Datei ist ein Dictionary drin, dieses Dictionary listet die ganzen Hausaufgaben auf. Und wenn jetzt irgendwelche hinzugefügt werden, werden die auch zur JSON-Datei hinzugefügt und die Seite wird dementsprechend neu geladen. Und mit dem Löschen ist es genauso, nur dass halt nicht hinzugefügt wird, sondern aus dem Dictionary gelöscht wird. Ich möchte noch mal was kurz dazu sagen. Also für die Zukunft wollten wir halt also dort verschiedene Vertretungen anzeigen lassen und die können dann später diese Daten an die Schnarchbox weitergeben und die verlängert halt. Also dass man halt mehr schlafen kann dann. Super, das ist ein guter Übergang. Wir müssen leider auf die Zeit drücken, glaube ich. Du sagst, wird weitergegeben an die Schnarchbox. Discipulus war das jetzt für euch. Ihr seid durch, oder? Ja, sehr schön, weil die nächste Advice-API, Moritz und Jossi, nochmal einen Applaus, genau.